immer auf Achse. Das sind die Trucker-Babes. Gleich 5 von ihnen zur selben Zeit, am selben Ort. Der Abenteuerleben-Stammtisch macht's möglich. Ich sag immer, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das so mein Ding ist, hätte ich es schon 10 Jahre früher gemacht. Mal so, ich brauche niemandem was beweisen. Erleben Sie die schönsten Momente der Trucker-Babes. Gemeinsam mit Sabrina, Mona, Jana, Bettina und Tinker. Laut, ehrlich, ungefiltert. Hallo, Chiemsee! Oh, jetzt fliegen die ganzen Vögel weg. Sehr geil. So geil. Welche besonders schönen Momente wir ausgesucht haben, das wissen die Babes nicht. Tipps verstecken sich in diesem Werkzeugkoffer. Es ist so groß, dass sie gar nicht zugegangen ist. Ja. Was ist dann das? Da sind lauter Buchstaben drin. Frauenpower. Frauenpower. Stimmt. Ja. Ist immerhin das Markenzeichen der Trucker Babes. Wie? Das machst du? Ich so, ja, das mache ich wirklich. Ja, aber kannst du das mit den Fingernägeln? Und da denkt man immer nur, weil jemand lange Fingernägel hat, kann deswegen kein Auto fahren. Dass sie das können, beweisen Trucker-Babes jeden Tag. An einer Ladestelle in Sizilien zieht Lissy alle Blicke auf sich. Das alle gucken hier, die haben noch nie so eine geile Pinky gesehen. Da wird schon immer manchmal ein blöder Blick zugeworfen. Hä? Sieht er wirklich jetzt aus dem LKW ausgestiegen? Ja, klar. Also, die schauen immer nur blöd, aber sonst. Eine echte Schau ist auch Tinker bei diesem Manöver. Rückwärts rangieren mit 19 Metern. Fehlerfrei, logisch. So, Brücke 1 nehmen wir schon mal auf. Gut. Die ist off. Die ist off. Super. Also, jetzt mache ich über die Fernbedienung erstmal die Luft vom Motorwagen nach oben. Damit die Pilze sich mit der Brücke verriegeln. Pass? Perfekt, gut. So, jetzt fahre ich zurück bis an den Anschlag und dann kann ich den Anhänger dann auch aufdrücken. Ratz, fatz und souverän. Vollprofi halt. So. Dann fange ich einmal hinten an und mache die Beine hoch. Ich mache die Beine hoch. Fest. Dann war's das. Prima. Vielen Dank für die Hilfe. Ich danke Ihnen. Ja. Schöne Kamera. Danke dir auch. Tschüss. Die hat nicht einmal kurz vor und zurück müssen. In einen Zug runter. Das ist schon wirklich sehr gut gefahren. Und das bestätigt einen immer wieder. Und wo ich sage, deswegen ist auch meine Meinung, dass Frauen einfach gewissenhafter und mit dem anderen denken. Der Mann sagt, oh, pff, ich reise jetzt hier meinen Tag rum und was da passiert, ob ich da jetzt hier was wegreise oder was da ist. Mir gehen da anders ran. Also oder einfach die Männer wollen immer schnell an die Rampe und dann verreißen sie und dann kommen sie nämlich dran und brauchen dreimal so lange dreimal so lang wie lang wir, die von vornherein ein bisschen entspannter dran. Die Power der Frauen ist eine ganz besondere. Das beweist auch Bettina, die auf Tiertransporte spezialisiert ist. Moje, hallo. Ich wollte eigentlich gar keinen Regen mitbringen. Bei ihr hat die Ladung oft ihren ganz eigenen Kopf. Auf dem Hof von Bauer Rainer ist sie seit 8 Jahren ein gern gesehener Gast. Das ist schon ungewöhnlich. Wir hatten noch nie eine Frau, die jetzt Tiere transportiert hat. Das war eigentlich immer oder ist eigentlich eine Männerdomäne. Ja, es ist schon eine Ausnahme, dass die Bettina das macht. Und die macht das wirklich, muss ich sagen, dass sie aus einem anderen Beruf kam. Das muss man ja auch sehen, ja, als Friseuse. Und dann eben mit Tieren, die zum Teil auch mal 600, 700 Kilo schwer sind. Ja. Das ist nicht immer einfach. Trucker Babes brauchen Biss im Business. Den muss auch Jana auf einer Baustelle in Norddeutschland unter Beweis stellen. Was will der jetzt? Der muss hier lang. Du soll er fahren? Du musst vorfahren. Nö. Doch. Fahr bitte vor. Das ist nicht dein Ernst, der oder? Muss hier raus, ja. Wie soll ich denn die Bretter ja, da jetzt? Leute, wir haben hier eine große Baustelle, da muss auch weiterlaufen. Kannst du gleich raus? Ich hab's gerade noch gefragt, der will nicht in 5 Minuten raus. Ich hab's gerade noch so gesagt, der muss hier weg. Die Scheiße. Hier hat nur einer was zu sagen, da bin ich. Ich höre prinzipiell nicht auf Männer. Ja, aber das ist nur meine Baustelle, was soll ich machen? Kannst du gleich rausfahren?
Sag her, Männer! Also wenn du dann jeden Morgen so Männer, hast. Männer! Ein Sack Knüppel, du triffst keinen Verkehrten! Nee! Bist du verheiratet? Triffst du nicht? Bist du verheiratet? Nee, nicht mehr! Ja, warum? Jetzt ist nah, jetzt ist nah! Trotz Stress, Druck und Klischees, sie lieben, was sie tun. Als Frau LKW fahren ist sexy. Also ich bin schon wahnsinnig stolz auch, dass ich sagen kann, ich fahre LKW. Und natürlich freut man sich über die erstaunenden Blicke der Männer. Also meine ganze Familie ist eigentlich stolz auf mich, dass ich so einen Beruf mache und den meistere und auch durchziehe. Und doch hat die Revolution im LKW-Business erst begonnen. Aber trotzdem gibt es auch hier in Deutschland viele Speditionen, wo die sagen, wir stellen keine Frauen ein. Ja. Das gibt's immer noch. Also unser Chef, der Senior und auch der Junior-Chef, die sagen beide, ich nehme Frauen mit Kusshand. Der hat gesagt, das ist wirklich die Frauen, die da kommen und sagen, ich will gern bei euch fahren, die haben da Bock drauf. Ja, ne? Die wollen das wirklich machen, die haben sich das überlegt, weil es halt nicht so gewöhnlich ist. Genau, Tinker. Und gewöhnlich sind auch die Touren nicht, die die Frauen meistern. Weiter geht's mit den schönsten Momenten. If you like Kinga Coladas. Also auf Hawaii bin ich noch nicht gefahren. Nee, aber ich denke mal, dass das was mit dem Ausland zu tun hat. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Sie fahren tausende Kilometer im Jahr und sind in der Welt zu Hause. Guten Morgen. Ich habe heute eine lange Reise vor mir. Ab nach Barcelona, in die Sonne. Geil! Griechenland, jetzt beginnt das Abenteuer. Und auf geht's in die Schweiz. Ja, ich sag immer, ich fahr da, wo andere Urlaub machen. Stimmt. 2017 erfüllt sich für Pink Lady Lissy ein Lebenstraum. In 15.000 Kilometer Entfernung möchte sie auf die Tube drücken. Über endlose australische Outback-Highways. Ich kann es kaum glauben, ich bin hier auf australischem Boden endlich. Es ist, ein Traum ist wahr geworden. Doch bevor Lissy in Down Under fahren darf, muss sie erst noch einmal die Schulbank bei Fahrlehrer Warren drücken. Good morning, Lissy. Good morning. Welcome to Decker. Thank you. Schön, dich zu sehen. Bist du bereit? Ich bin nervös. Warren will sehen, was die Truckerin kann. Alles hier ist überdimensioniert. Die Trucks, die Highways, die Städte. Lissys Zuversicht leider nicht. Sie fährt seit 24 Jahren, aber weder links noch in dieser Größenordnung. Hier fehlt was. Es ist hier alles komisch einfach. Wo ist es? Okay, Lissy. Startest du bitte den LKW? Okay. 60 statt 40 Tonner und alles auf der anderen Straßenseite. Okay. Wir folgen einfach der Straße. Australien ist 21 Mal so groß wie Deutschland und dünn besiedelt. Wir haben 83 Millionen Bewohner, Australien gerade mal 25 Millionen. Es ist viel Platz für Fahrversuche. Aber schon einfaches Abbiegen in der Stadt wird zur Herausforderung für Lissy. Ach du Scheiße. Hier? Yeah. Ja, wir sind auf der anderen Seite der Straße. Ja, ich muss jetzt hier bei dieser schmalen Straße reinfahren. Okay? Okay, wir können jetzt fahren, weil die abbiegen. Falscher Gang. Jetzt warten wir, weil ein anderes Auto kommt. Stopp, stopp, stopp. Okay. Bleib in dem Gang, bis wir abgebogen sind. LKW-Profi Lissy schafft es auf Anhieb. Siehst du, ganz einfach. Okay. Wow. Je größer der Truck, desto besser für Lissy. Nur das mit dem Linksverkehr ist so eine Sache. So, ich fahre jetzt hier in den Kreisverkehr rein. Das Auto noch und dann können wir. Ich fahre da lang. Richtig, die Richtung. Ich fahre diesen Weg. Lenke den LKW nach links. Lenke den LKW nach links und dann rum. Am schwierigsten ist gerade zu gucken, wo ich jetzt hinfahre. Weil ich kann ja nicht rechts fahren, das ist ja wie bei uns in Europa. Sondern das Umstellen, dass ich dann hier reinfahre, da links, und dann links rausfahre. Aber umso mehr ich das hier jetzt übe und sehe, umso besser fühle ich mich, umso besser geht es auch. Im Gegensatz zu Deutschland darf man in Australien mit dem LKW sogar 100 fahren.
Und Pink Lady Lizzie liebt Geschwindigkeit. Ah, it's 100 now here. Yeah. Okay. I have a big foot. I have a yes. A fly foot. A fly foot. Foot of steel. So let's go. Okay. Okay. Gas geben? Das lässt sich Lizzie nicht zweimal sagen. Die Prüfung ist zu Ende. Lizzie glaubt, dass sie viel zu viele Fehler gemacht hat, um ein Zertifikat zu kriegen. Das braucht sie, um offiziell in Australien fahren zu dürfen. Okay, Lizzie, ich komme zu dir. Danke für deine Bemühungen heute. Du hast es sehr gut gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Habe ich es geschafft? Ich wünsche dir eine sichere Reise. Wow, yeah! Oh, thank you so much! Thank you! Oh, cool, ich kann meine Tour fortsetzen. Nördlich von Melbourne geht's los. Dann fährt Lizzie Cup 2800 Kilometer in 2,5 Tagen quer durch Australien. Ich glaube, wenn man dann einmal im Ausland gefahren ist und kommt dann nach Deutschland zurück, dann hat man gar keinen Bock mehr. Kriegst da drauf. So ja. Da stehst du gleich in einem Stau. Oh. Ja. Die Auslandstrips stehen für die absolute Freiheit. Die Trucker Babes überschreiten im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen. Vor allem auch sprachliche. Ich hoffe, ich werde nicht zu oft verzweifeln, weil die Sprache halt so ein bisschen das Handicap ist. Die ist so cool. Hola. Gracias. Adios. Ja, ich bin kein Fremdsprachengenie, also da bin ich absolut talentfrei in der Sache. Wenn es ganz dumm kommt, dann hat man einen Stift und einen Zettel und dann wird gemalt. Ja. Mit Händen und mit Füßen. Ja, das geht immer. Wir fahren Richtung Rivier. Keine Ahnung, ich bin absolut non-französisch. Nicht nur die Sprache ist bei den Auslandstouren so ganz anders. Es herrscht auch anderer Verkehr. Den bekommt auch Entdeckerin Manu auf ihrer Tour durch die Pariser Innenstadt zu spüren. Bei Truckern ist die Stadt gefürchtet. Die dritte und letzte Ladestelle fährt Manu unter massivem Druck an. Sie hat nur noch 10 Minuten Zeit und die Einfahrt ist viel zu eng. Alter, wo fahr ich überhaupt lang? Links und rechts neben den 2,50 Meter ihres Trucks bleiben nur ein paar Zentimeter. Bonjour. Aber Manus Truck bleibt ohne Kratzer. Die Ware ist abgeliefert. Jetzt noch einmal volle Konzentration beim Rausfahren. Merci beaucoup, au revoir. Und dann klappt es sogar mit dem perfekten Französisch. Die Baustelle war echt schweineeng. Und ich habe mir eher so ein bisschen Sorgen gemacht, wie ich da wohl wieder rauskomme. 10 Minuten, dann hätten die Herrschaften Feierabend gemacht. Also Plan in letzter Minute. Auf jeden Fall habe ich meinen Kunden geschafft. Richtig gut.